Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Planet Crafter. So, ich habe hergestellt die Sauerstofftankstufe 4. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich die 3 noch nicht einmal hergestellt hatte. Aber gut, wir haben jetzt seit ewig Sauerstoff auf jeden Fall. Und natürlich den Rucksack Stufe 4 haben wir schon hergestellt, dass wir mehr Platz haben, wie man sieht. So, das Jetpack Stufe 2 kann ich ja noch nicht herstellen, weil mir da nämlich noch... Moment, das habe ich schon platziert, ist klar. Weil mir noch Osmium fehlt und Schwefel. Schwefel ist jetzt kein Thema. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob wir bei den Wüstenfällen, ob wir da, ich nehme mal lieber eine Flasche Wasser mit, ne? Ob wir da schon in die Osmiumhöhle reinkommen. Das weiß ich jetzt leider nicht. Aber ich würde sagen, dass wir da einfach mal hinfliegen. Jetzt geht es ja schnell. Da dürfte noch nicht so viel geschmolzen sein in der Osmiumhöhle, aber vielleicht reicht es ja, dass wir zumindest eins abgreifen können. Das wäre genial. Kommen wir hier überhaupt schon durch? Das ist dann die nächste Frage. Wenn nicht, dann sammeln wir hier einfach ein bisschen Iridium ein. Ja, ich glaube, das ist noch zu sehr geschlossen. Ja, da kommen wir noch nicht durch. Ist in Ordnung, dann sammeln wir eben hier einfach mal Iridium und Alu ein. Alles andere lasse ich jetzt erst einmal weg. Ups. Ah, das sind wieder die Laderuckler wie beim letzten Mal. Eisen, wenn ich finde, nehme ich natürlich auch mit, weil Eisen brauchen wir immer. Dankeschön. So. Silizium finde ich außen noch. Aber wie gesagt, hauptsächlich jetzt Iridium und Alu. Wenn wir das finden und hier raus schaffen, dann ist es doch schon mal gut. Und Sauerstoff haben wir ja genug. Also da können wir jetzt halt ganz entspannt. Und hier hinten ist doch auch nochmal eine Kiste, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob hier hinten eine blaue Kiste war oder... Nimm mit. Ist egal, wenn ich die Kiste sehe, dann weiß ich ja, wo sie ist. War es, glaube ich, oder? Ja, hier. Eine normale blaue Lagerkiste. Wunderbar. Wunderbar ist es. Ausgang? Achso, da vorne her. Da haben wir gleich nochmal einen Mikrochip. Schauen wir gleich einmal nach. Wir haben jetzt halt 280 KTI oder 280.000 TI, je nachdem, wie man möchte. Das sollte bei 300 noch irgendwas, wird doch dann, was wird denn da nochmal freigeschaltet? Tu erst mal die Sachen raus. Uran, Iridium, oh, verdammt, hast du Eisen? 3 Stück, ja, gut. Stelle ich jetzt nämlich einfach einen Schrank vor den Schrank. So, dann kommt da das nächste Iridium rein. Notfalls komme ich hier hinten auch noch ran oder notfalls kann ich auch den Schrank abbauen. Dann Alu, wunderbar. Jetzt sollten wir uns eigentlich mal die Nahrungszüchter machen. Ach ja, draußen hatte ich eine kleine blaue Kiste stehen, die habe ich total vergessen. Da war nochmal 6-mal die Superlegierung drin. Auch nicht schlecht, hatte ich total vergessen. Naja, was soll's, was denn jetzt da? So, schauen wir mal, was da drauf ist. Bauplan anheften. Ja, ist okay. Ist jetzt nicht so wichtig. Was haben wir denn... Da eigentlich, Entschuldigung, Stufe 3 und wir haben, glaube ich, Stufe 4 schon mittlerweile. Naja, gut, da brauche ich Osmium. Ist dann egal, das ist dann nicht so wichtig. Trink mal. Du kannst auch einen Snack essen. Und dann würde ich sagen, machen wir mal Nahrungszüchter. So, Alu, Eisen und Wasserflaschen. Na toll. Jetzt habe ich eigentlich nur noch ein einziges Eis. Das habe ich halt gar nicht gesammelt, ne? Nicht wirklich, also nicht so übermäßig wie im Hardcore, weil ich ja da Schiss hatte, dass ich dann irgendwann ohne Wasser dastehe.
So, und dann haben wir gesagt, Alu und Eisen, ne? Wo bist du da? Alu und Eisen, gut. Machen wir doch mal... Oh, warte mal. Wegen am Strom musst du erst einmal gucken, ob das überhaupt geht. Weil 4 Stück würde ich schon gern machen wollen, aber ob das mit dem Strom geht, ist die Sache, ne? So. Tun wir mal alles raus. 1, 2, 3, 4. Du brauchst 22,5 Energie. Und ich habe nur noch 4,13. Ich habe nämlich nochmal 3 Bohrer aufgestellt, dass das mit dem Luftdruck ein bisschen schneller geht. Hm. Ach stimmt, das war es. 345 kommt die Startrampe dann. Das kommt ja erst... Oh, das kommt sogar als erstes jetzt. Das ist ja cool. Das ist ja cool, aber wir haben trotzdem das Material nicht dafür. Okay, wir brauchen irgendwas stromtechnisch. Das ist doch hervorragend. Wir haben doch 2 Uranstäbe, oder? Wir haben sogar 4 Stück. Dann können wir 2 Uranstäbe nehmen. Wir haben 2 Wasser. Und wir brauchen die Superlegierung. Die nehmen wir einfach komplett und dann stellen wir uns 2 solche Stromdingsies auf. So, das ist jetzt allerdings... Ist egal, stell die jetzt mal daher. Du baust es dann später eh noch um. Jetzt gerade aktuell ist es nicht so wichtig. Aber Hauptsache, wir haben Saft. Taucht. Dann haben wir jetzt 177. Wollte ich gerade sagen, knapp 200, ja. 177. So, da können wir jetzt bauen 4 Stück. Und wir nehmen zum Züchten, also die Bohnen geben ja am meisten. Dann mache ich eine Kürbis, eine Aubergine. Und wir sollten doch hier 4 Stück herkriegen, oder nicht? Ich weiß es nicht, ob das nicht ein wenig zu knapp wird. Ja, es wird wahrscheinlich zu knapp. Ich vermute, dass ich da nur 3 Stück herbekomme. Ich kann die ein bisschen ineinander schieben, aber ich weiß nicht, ob das reicht für 4 Stück. Nee, das reicht natürlich nicht. Die muss ich dann weiter vorziehen. Okay, dann kommt da eine Pflanze hin und das Ding stellen wir dann einfach daher. Da muss ich dann wahrscheinlich nur wegen der Wand später. So, das Ding nochmal wegrutschen, das könnte möglich sein. Gut, dann könnt ihr schon mal wachsen. Das ist doch hervorragend. So, Raketenstation, Extraktor meine ich, ist jetzt halt freigeschalten. Allerdings können wir den nicht bauen wegen Osmium. Da fehlt uns noch viel zu viel Wärme. Also wir müssen noch viel, viel mehr Wärme hochhauen, weil das ist ja nix, ne? Deshalb kommt er bei 100, ist in Ordnung, aber ich habe noch viel zu wenig Wärme. Wir können mal schauen, ob wir das zusammenbekommen. Silizium, Titan, Eisen, Aluminium. Silizium... Titan, Silizium, Titan, Eisen, Aluminium, wunderbar. Und Iridium brauche ich dann 4 Stück. Dann können wir nochmal 2 Heizkörper platzieren. So, jetzt gucken wir mal, wie weit wir dann nach vorne kommen, wenn ich die so her platziere. Müsste vom Strom her, dürfte ja kein Thema sein. So dass ihr ungefähr gleich seid. Ja, kann ich auch so machen. Das ist ja egal, ob ich die 4 jetzt der Länge nach hinstelle oder ob ich sie so hinstelle. Das ist ja egal. Hauptsache, es läuft. Ein bisschen mehr. Sehr viel macht es ja nicht aus, ne? 2,25 die Sekunde. Auf, definitiv besser wie die Teile. Wann ist denn die nächste Heizung dran? Hier.
bei 80 ppt. Okay, das dauert ja auch nicht mehr so lange. Dann kann man dann vielleicht sogar schon die großen reinstellen. Dann kann ich die kleinen wieder wegbauen und dann stelle ich diese großen rein, weil die sind ja auch noch für innen drin. Und dann sollte das mit dem Ding nochmal. Mich wundert es nur, ich habe, glaube ich, kein einziges Triebwerk irgendwo gefunden, ne? In keinen von den Schiffen. Deswegen ist eben die Vermutung, dass das zum einen random ist, was in den Kisten ist, und zum anderen die Vermutung, dass sich das der Inhalt anpasst an die Stufe, bei der man gerade ist. Also das wäre wirklich mal interessant, sowas zu testen, ne? Mein gut, einmal geöffnet ist geöffnet, ne? Dann ändert sich der Inhalt ja nicht mehr. Aber das wäre mal ein Versuch wert. Muss ich gleich nochmal machen, in einem separaten Spielstand. Einfach mal ausprobieren, dann mache ich dann so einen Kreativspielstand, einfach um solche Sachen mal auszutesten. So, jetzt haben wir das. Wir bräuchten eigentlich Schwefel, aber wir kommen nicht durch die Iridiumhöhle. Das Einzige, was ich noch machen könnte, das wäre wirklich ganz weit außenrum zu gehen. Insofern würde ich sagen, wir gehen jetzt halt einfach in die Wüste. Wir haben ja hier in dem Labyrinth haben wir noch das Schiff und wir haben da vorne das Schiff. Also das sind die zwei, die wir noch leeren müssen. Und wir haben ja den Bunker auch noch, ne? Wir können ja erst einmal in den Bunker schauen, bevor ich da jetzt anfange. Aber Sachen trotzdem einsammeln für den Container. So, jetzt brauchen wir noch ein Silizium und ein Titan. Dann gehen wir erst einmal zu dem Bunker da vorne. Weiß ich jetzt auch nicht mehr, was da drin war. Das ist zwar auch noch nicht so lange her, aber ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was da drin war. Ich weiß, dass es nur ein einziges Dingsy war. Also eigentlich wirklich nur so eine ganz kleine. Gute, wirst du jetzt mal grün, ey, das ist. So, einmal durchschnaufen, wobei es nicht unbedingt notwendig wäre. Mach dein Licht an. Stimmt, da war ja nur Lirma-Samen. Der Schrank mit ein paar Zutaten. Und drei Eisen natürlich. Okay, schauen wir mal. Unser Schiff ist aus unbekannten Gründen auf diesem Planeten abgestürzt. Viele von uns sind beim Aufprall gestorben, einige von uns starben an der Oberfläche. Ich bin der Einzige, der noch am Leben ist. Ich habe versucht zu überleben, aber dieses Land ist zu feindselig. Meine Gesundheit verschlechtert sich. Ich gehe ein letztes Mal nach draußen, um zu versuchen, Wasser zu finden. Könnte das sein, dass das der Typ war in der Höhle? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das kann schon sein, ne? So. Dumm das. Wenn du das jetzt abbaust, dann fällt das Zeug am Boden. Das ist dann nur die Frage. Wir bräuchten. Lass mal ein Eisen fallen. Du bräuchtest das Titan auf jeden Fall. Dass wir dann die Kapsel wieder aufbauen können, da vorne beim Schiff. Ich weiß nicht, ob das Eisen jetzt verschwindet, was ich da hingeschmissen habe. Werden wir sehen, wenn wir irgendwann einmal in ein paar Parts wieder vorbeifliegen, wenn wir die Superlegierung in der Höhle einsammeln. Dann sehe ich ja, ob das Eisen da noch da liegt. Oh, da liegt viel Eisen hier. Achso, das ist Titan. Ja, ist okay. Yay, die Raketenstartbahn. So. Einmal. Zweimal. Du hast jetzt kein Eisen, aber da waren ja zwei Eisen gelegen. Dann hole ich das mal. Dann machen wir dann den Schrank. Packen erstmal alles rein, was ich einstecken habe. Und dann können wir das Schiff leer machen. Weil ich glaube, innen drin werden wir auch nochmal Eisen finden. Oder halt zumindest irgendwas zerlegen und wir werden Eisen finden. So, rein damit. Und rein mit uns. Mach deine Taschenlampe an. So, wir gehen erst einmal hier entlang. Achso, dich kann ich nicht zerlegen. Hier kann ich auch nichts zerlegen. Dann gehen wir halt einmal die Leiter. Wohnabteil.
großes Wohnabteil. Ja, ich glaube, da muss ich auch ein paar Mal rein. So, hier ist nichts mehr. Da haben wir Rakete. Rakete, Rakete. Goldener Samen. Wir haben Auberschienen. Nochmal eine Auberschiene. Kürbis, 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 Kürbis. Nimm halt, achso, Inventar voll. Da kannst du triggern, was du willst, ne? Wenn das Inventar voll ist, dann ist voll. So, hast du 3 Eisen? 2 Eisen. Hast du da noch ein Eisen drin? Nee. Ich brauche 3 Eisen für einen weiteren Schrank. Da. Mein Innen baue ich jetzt zwar auch noch gleich Kisten ab, aber ich brauche jetzt den Schrank. So, raus damit. So, gehen wir gleich wieder die... Ups. Ne. Da bist du jetzt irgendwie falsch abgebogen. Da wollten wir zuerst hin. So, einmal nach unten. Gehen wir nochmal dahinter. Den konnte ich nicht nehmen. Der Schrank ist jetzt leer. Da ist leer. Okay, dann schauen wir mal hier durch. Nichts, nichts. Samen, Samen. Da sind wieder, also da sind eh nur Betten auf der Seite. Da ist nichts drin, nichts drin. Bohne. Sonst nichts. So, dann haben wir hier. Geh weg. So, Bohne. Okay. Schön. Ah, okay, da müssen wir wegen dem Chip dann auch nochmal her. Hör auf so zu ruckeln, ey. Spiel. Ich deinstalliere dich, ich sag's dir. So. Das wollte ich mal ganz kurz gucken. Da bräuchte ich ein Silizium. Habe ich ein Silizium? Ja. Dass ich mir was zum Trinken herstellen kann. Eis habe ich bloß nicht, ne? Halt, warte mal, tun wir die 3 raus, dass wir gleich noch einen Schrank da herstellen können. Essen habe ich ja hier. Brauche ich noch nicht nehmen und trinken habe ich, nein, ich habe auch kein Eis. Nur werde ich hier wahrscheinlich kein Eis finden, ne? Jawohl, Heizung. Doch, da habe ich sogar noch Eis. Ich bin sogar über eins weggeflogen hier. So. Gut. Geht nur darum, sollte der Durst mich überraschen, dass ich dann auf jeden Fall gehe. Und da habe ich ja auch noch Essen drin, also es passt dann schon. Das passt schon. So, raus damit. Rein mit uns. Halt, du solltest links gehen. Erst den einen Bereich fertig machen, dann den anderen. So. Und du läufst jetzt in die falsche Richtung, oder? Ja, denke ich mir. Ich habe keine gute Orientierung. So, dich können wir zerlegen. Und dann haben wir hier die Karte noch. Oh, das ist toll, dass wir so viele von den Mikrochips jetzt finden gerade. Ist leer, leer. Da haben wir noch mit Bohnen.
Gut, der Computer geht nicht. Könnte sein, dass der geht, wenn wir die Zelle einsetzen. Sondern haben wir hier noch ein bisschen was. Maschinen. Einen Mikrochip. Wunderbar. Noch irgendwas? Da ist nichts weiter. Da ist nichts weiter. Okay. Dann haben wir den Bereich clean. So, hier ist nichts, das sind bloß die PCs. Hier ist auch nichts, da geht's weiter durch. So, da haben wir dann... Achso, da geht's auch durch, okay. Aber eins nach dem anderen. Jetzt sammeln wir erst einmal die Nullner und die Lirmer ein. Aber ich kann dich ja nicht zerlegen, ne? Nee. Da haben wir noch mal einen Lirma und dann sind wir eh voll. Und jetzt sollte ich mal... Achso, okay, und da geht es dann später erst rein, wenn wir die Zelle einsetzen. Yep, ich wollte jetzt auch das Trinken, wie sich's gehört. So, raus damit. Rein damit. Man kann es auch gleich was essen, dann... Haben wir es ja jetzt eh gleich. So. Gehen wir erst einmal dahinter. Bevor wir nach oben gehen, tun wir erst einmal noch die Sachen hier einsammeln. Tuskasamen, Pestera, Nullner, alles da, was man braucht. So, ich kann nicht mehr zerlegen. Da ist sonst auch nichts mehr. Jetzt gucken wir erst einmal hier noch. Jawohl, Triebwerk, Kürbissamen, Aubergine und ich habe wieder keinen Pilz, ne? Oder fast keinen. Ich glaube, einen einzigen habe ich. So, die Türen werden sich später öffnen dann. Oh, noch ein Triebwerk. Ganz vergessen, dass ich da drei Stück gefunden habe. Lass mich raus. So, nochmal Lirma, nochmal Bohnen. Nee, das war sonst nichts. So, ein Kunststoff. Das kann ich eigentlich drin lassen, weil wegen dem Eisen gehe ich jetzt nicht nochmal rein und wenn wir das nächste Mal hier hochgehen, um den Fusionsreaktor zu aktivieren, dann kann ich das immer noch mitnehmen. Also wegen den drei Eisen werde ich jetzt halt nicht umkommen. Ja, weil das Hauptsächliche haben wir raus. Jetzt muss ich nur noch raus. Da habe ich was. Okay. Ja, wahrscheinlich vergesse ich das eh, dass ich die Kiste absichtlich habe stehen lassen. Mit Sicherheit. Ich kenne mich doch. Vergesserling bin ich. So, dann lasst mal raustun und nein, reintun. So, das Uran werden wir brauchen können. Die Lirma-Samen muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Die Superlegierung wäre gut. Das Eisen lasse ich dann mal da. Wie gesagt, die Blumen, die kann ich dann immer noch holen. Mir geht es jetzt halt erst einmal um die Sachen, die wir jetzt halt auf jeden Fall brauchen. Das wird mit Sicherheit das Uran sein noch. Lass die mal hier. Dann nimm lieber die Superlegierung. Nimm mal den Stoff mit, weil ich weiß nicht, wenn ich irgendwas machen muss, wo ich dann wieder Stoff brauche, dann stehe ich wieder dumm da. So, wir haben drei Triebwerke. Was brauche ich eigentlich für die Plattform? Ja, perfekt. Also die Superlegierung auf jeden Fall mitnehmen. Und hattest du noch eine Karte? Ja, da war noch eine Karte.
Iridiumstab könnte ich jetzt auch mal da lassen, weil da haben wir noch genügend Iridium. Nehme ich lieber den da noch mit. Ich meine, wie gesagt, das muss ich ja eh holen. Aber mir geht es jetzt erst einmal darum, dass wir die Mikrochips noch entwickeln. Wir haben das Raketentriebwerk, wir haben die Superlegierung. Das heißt, wir können sogar anfangen und die Raketenbasis bauen. Hey! Yay! Das ist cool. Das ist cool. Schön, dass man das von hier aus sieht mit den Bohrern. Einen schönen Anhaltspunkt. Und da hinten, das Uran, das können wir ja auch noch holen. Weil in die Höhle kommen wir ja. Die ist ja nicht mit Eis zu. Also das Uran können wir definitiv holen. Das Einzige, was wir noch nicht holen können, weil eben das Eis noch nicht so weit geschmolzen ist, das ist wegen Osmium und Schwefel. Osmium, Schwefel. Die Superlegierung da vorne können wir noch nicht holen. Glaube ich. Ja, aber hauptsächlich geht es um das Osmium, ne? Dass wir das nicht holen können. Ja, und das Ding habe ich auch noch nicht zerlegt. Das wird eigentlich auch mal Zeit, ne? So, park mal hier. Wir haben Uran. Das ist zum Glück jetzt halt wieder etwas mehr, aber es fehlt trotzdem noch eins für einen Stab. Einen Stab haben wir ja, glaube ich, noch drin. Ne, zwei sogar. Das ist gut. Dann... Hier tust du normalerweise die Superlegierung rein. Da können wir das Essen reintun. Und die Triebwerke tun wir auch mal da rein. Und dann schauen wir mal, was jetzt halt auf den Chips drauf ist. Paprika, Onion, gucken wir mal. Ja, herrlich, wunderbar, die Vitrine. Mikrochip-Karte, dass ich überall die Karte habe. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, können wir aber auch noch nicht bauen. GPS-Satellit Stufe 3. Jetpack Stufe 3. Und Dekonstruktion Stufe 2. Also jetzt haben wir sogar schon den Dekonstruktionschip Stufe 2. Wow. Das heißt, wir könnten sogar jetzt schon diese Mikroplatten oder wie auch immer die Dinge heißen, können wir ja dann auch schon uns herstellen. Ne? Ich weiß nicht, wann die kommen. Die braucht man ja dann später auf jeden Fall für die Drohnen und so weiter. Okay, du bist bei 1,5. Wir sind jetzt gerade mal bei 0,25. Also das dauert noch. Das ist bei 100. Also Biodom wird bald freigeschalten. Das heißt, wir können ein bisschen mehr mit Sauerstoff nach oben gehen. Grasverteiler dauert noch. Bauplan anheften dauert noch. Aber wir können die Startrampe bauen. So, von daher brauchen wir dreimal Superlegierung. Wir brauchen dreimal Titan und dreimal Eisen. Tu mal die hier raus. Aber ich glaube, Titan hatte ich ja jetzt halt nicht mehr, ne? Dreimal Eisen. Ja, Titan müssen wir suchen, ist aber egal. Und dann sollte ich trotzdem noch mehr Eisen einstecken, weil ich möchte ja die Rakete jetzt nicht direkt vor der Nase haben, sondern schon ein Stück weg. Und dafür muss ich dann... Findest du jetzt keinen Titan? Und dafür müssen wir ja noch ein paar Plattformen hinbauen. Wie ich dann die Raketenbasis hin installiere, das ist mir egal. Hauptsache, ich bin in der... direkten Verbindung mit der Hauptbasis. In der gleichen Ausrichtung und so, das meine ich. Gleicher Abstand. Da werden wir dann noch einiges im Labyrinth einsacken können. Ich habe wieder die goldene Kiste vergessen, die da oben drauf ist, ne? Fällt mir gerade so ein. Auf dem Wrack. Auf dem oberen Wrack da oben. Ja, Titan kannst du auf jeden Fall einsammeln, weil da haben wir nämlich gar nichts.
Wir haben noch Platz. Wir haben noch Platz, wir haben noch Platz. Nimm mit, was geht. Drei Plätze haben wir noch. So. Dann bauen wir mal ein kleines Stück weiter. Ich würde sagen, fünf Plätze sollten wir auf jeden Fall noch machen, bevor wir das große Ding hinsetzen. Was hast du eigentlich an Material? Wir brauchen drei Eisen, ne? Das heißt, ich kann 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 5 Stück können wir bauen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann die Raketenbasis. Was braucht ihr eigentlich? 82, 5 Energie. Sollten wir noch haben, ne? So, und jetzt fängt wieder dieser Eiertanz an. Und ich kann dich da nicht anschließen, weil ich keine Ahnung habe, warum. Okay, wir müssen mal ein Stück mehr in die Richtung rutschen. Ob es hier irgendwo grün wird auf der Höhe. Ich will nämlich nicht zu hoch gehen. Ach so, ich bin sogar zu hoch. Liebe Entwickler, ey, lasst euch da bitte, bitte, bitte was Besseres einfallen. Ich will das halt verbunden haben, ne? Das wisst ihr ja. Und es ist einfach immer schöner, wenn du das Ganze verbunden hast. Das ist nur die Frage, wenn ich jetzt hier weiter rüber gehe, wirst du grün? Und wenn ja, warum nicht? Ey, das kann doch nicht sein. Manchmal fühle ich mich echt verarscht von dem Ding hier. Sag mal, wo wirst denn du grün? Ey. Das ist etwas, was mich wirklich triggert. Also komm, einmal durchschnaufen. Dann würde ich sagen, wir schnappen uns nochmal Eisen. Also, fünf Dinge können wir noch bauen. Also ich würde sagen, dass wir nochmal in die Richtung gehen. Jetzt gehe ich mal von der Plattform hier aus. Machen wir mal nur drei. Schauen wir mal, ob wir das hier ansetzen können. Kannst du eins runter? Mir ist es dann ganz egal, wo die Treppe ist, ne? Aber eins runter, ey. Jetzt stehe ich halt wieder mittendrin, ne? Okay, gehen wir mal von der Seite. Ist in Ordnung. Dann eben von der Seite. Das ist mir total egal. Aber eins würde ich gerne runter wollen. Das geht nicht, ne? Da geht's. Okay, kann ich dich dann da hinschieben? Jetzt bist du wieder nach oben gerutscht. Okay, das heißt also, ich muss dahin. Strom ist mir jetzt erst einmal egal. Yes. Gut. Nee, dann passt es ja sogar. Dann haben wir die Treppe hier auf unserer Seite. Zwei Eisen hast du noch. Einmal, zweimal. Du kommst nochmal weg. Dann können wir ja hier auch nochmal nach vorne bauen. Bis zur Treppe halt. Wenn das geht. Und hätten wir jetzt die Startrampe. Hier kommt eine Treppe her. Und wenn es passt, also ich hoffe ja wirklich sehr, dass es geht, würde ich entweder hier in die Ecke die Handelsrakete dann stellen oder halt auf jeden Fall irgendwo hier mit dran anschließen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. So, jetzt machen wir mal noch einen Strominger. Wenn ich
Wie viele Superlegierungen hast du noch? Hast du noch drei? 1, 2, 3. Wunderbar. Drei Superlegierungen, einen Uranstab und zwei Wasser. Dann stellen wir eben jetzt halt nochmal einen strömlichen auf. Und dann läuft es auch wieder. So. Wie viel Strom haben wir jetzt? Ja, 80, knapp 80 Kilowatt. Okay, heftig. So. Da bräuchte man halt Iridiumstäbe, Energie 26. Oh Gott. Ich müsste 4 von den Dingern abbauen, um eins davon aufbauen zu können, wenn es jetzt um die Energie geht, ne? Oder 5 müsste ich sogar abbauen, um eins davon aufzubauen. Allerdings hätten wir dann 14,2 Wärme anstatt 10. Also wir hätten dann, wenn ich jetzt 5 Stück abbaue, nee, hätten wir sogar 12. Ja, okay, ein bisschen mehr Wärme macht es und halt noch zusätzlich Luftdruck. Und von der Energie her 25, wenn ich, ja. Also wenn ich hier 5 Stück abbaue, dann kann ich eins davon hinstellen und habe ungefähr die gleiche Wärme, also ein bisschen mehr Wärme ist es, aber noch zusätzlich eben den Luftdruck. Das werden wir dann allerdings beim nächsten Mal machen, weil da werde ich dann die 4 und den da wegbauen und dann stellen wir hier die erste größere Heizung hin. Was habe ich an Stäben? Einen Stab habe ich. Mein gut, Iridium haben wir draußen den ganzen Schrank voll. Das heißt, ich kann auf jeden Fall noch 2 oder 3. 2, 3 Stück können wir auf jeden Fall dann bauen. Ja, werden wir sehen. Werden wir sehen beim nächsten Mal. Na gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.